Hallo zusammen, mein Name ist Marion Schauten von Flowers bei Schauten und wir sind heute bei der Familie Artmeier zu Besuch. Die haben eine mega große Hortensienfarm. Das ist einfach der Burner. Ich habe noch nie so viel Hortensien auf einen Fleck gesehen und das ist eine Kooperation mit 1000 guten Gründen und das passt perfekt. Ich sage ja immer, Blumen machen Menschen glücklich und genauso arbeiten die auch. Einfach das Leben aufgrünen und aufblühen lassen, weil das ist einfach besser fürs Lifestyle. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Niklas, der Fachmann, wenn es über Hortensien geht. Und jetzt schauen wir erstmal, wo der sich so rumtreibt. Niklas? Hi! Marion, du hast ja schönes Wetter mitgebracht. Komm her! Ja, gut. Ja, ich würde sagen, wegen dem Wetter gehen wir jetzt einfach rein und dann stellst du dich da einmal kurz vor, wer das genau, ich, das machen wir. Okay, bis gleich. Ciao. Ciao. Mann, ey. Was für ein herrliches Wetter, du. Ach, Marion. Gut, dass ihr noch ein paar Hallen habt hier. Niklas, stell dich noch mal ganz kurz vor. Ja, also mein Name ist Niklas Winzowski. Ich bin gelernter Gärtnermeister und arbeite hier bei Artmeier, halt eben als Meister, kümmere mich um die Hortensien unter anderem und noch um einige andere Kulturen. Ja, cool. Und du bist also der Hortensien-Spezialist? Ja. Und kannst mir die Fragen beantworten? Ich denke doch, ja. Da freue ich mich drauf. Okay, also ich habe jetzt gerade noch ein paar Sachen hier vorne zu tun. Komm doch gleich einfach nochmal wieder. Darf ich draußen noch ein bisschen gucken, ja? Ja, wenn du in den Regen rein möchtest, dann darfst du gerne raus. Super, danke. Niklas! Boah, ist das schön! Was hast du hier denn alles aufgebaut? Ja, für dich einfach mal eine kleine Sortenschau hier. Das ist ja der Burner. Also wir werden jetzt die 5 wichtigsten Punkte durchsprechen, die man über Hortensien wissen muss. Und ich würde sagen, weil hier stehen so viele Sorten und Farben, klär mich auf, was für Sorten hast du hier stehen? Also hauptsächlich haben wir hier 3 verschiedene Sachen stehen. Wir haben einmal auf dieser Seite die klassischen Ballhortensien oder auch Bauernhortensien genannt. Die haben wir hier mal mit den verschiedenen Farbspektren vorbei. Und hinter uns dann unsere Rispenhortensien. Zurzeit etwas grüner, aber man sieht schon so ein bisschen, sie färben sich nachher so ein bisschen weißlich und rötlich nachher. Ist einmal noch ein kleiner, noch mal ganz was anderes. Und auf der anderen Seite noch mal unsere Diva Fiore. Das ist eine kleine neue Züchtung von uns. Und das Besondere an dieser Sorte ist halt eben, dass sie, du kannst sie schneiden, jederzeit, wann immer du möchtest. Gefällt dir irgendwas nicht, schneide sie und sie wird trotzdem noch blühen und das im selben Jahr. Das macht die andere, die klassische Hortensie nicht. Ja, cool. Also ein absolutes Must-Have für 2017. Genau. Cool. Gut, dann kommen wir zu Punkt 2. Ja, und was sagst du über den Standort einer Hortensie? Ich meine, ich möchte die zu Hause auch so schön haben. Gibt es was zu beachten? Also das A und O ist einfach, dass sie einen halbschattigen Standort brauchen. Sie mögen die Sonne, aber auch nur kurz. Also sie sollten nicht in der prallen Mittagssonne stehen, sondern so ein bisschen geschützt unterm Baum vielleicht so ein bisschen, dass sie morgens ein bisschen Sonne kriegen und danach nicht mehr so viel, weil sonst vor allem die weißen Sorten sehr schnell anfangen zu schlappen. Anders sieht es aus hinter dir, unsere Rispenhortensien, die mögen den vollen Standort. Also auch ruhig mitten ins Staudenbeet rein, das finden die total klasse. Geht eigentlich immer. Und wie sieht das dann aus mit dem Gießen? Also muss ich da was beachten? Du sagtest gerade, also... Also Hortensien mögen allgemein sehr viel Wasser. Also zwischendurch ruhig mal ordentlich gießen, vor allem im Hochsommer, wenn es sehr warm ist, wenn die, ja, vielleicht auch doch die Blüten so ein bisschen sich einkrüsseln, weil es zu heiß ist. Ruhig einmal drüber sprühen, das vertragen sie wohl ein, zwei Mal und dann kräftig gießen. Ja, super. Ja, diese kleinen Hortensien, die kommen mir mega bekannt vor. Die haben wir immer, ja, so ab Mitte Mai bei uns oder Anfang Mai zum Muttertag bei uns im Laden. Wie sieht das aus? Sind solche Hortensien auch winterhart? Sind Hortensien winterhart? Profi! Ja. Dank dir. Also diese Hortensie ist übrigens das gleiche wie hier hinter uns, die großen Hortensien. Es sind die gleichen Sorten, die sind einfach nur etwas anders kultiviert bei uns. Und auch dadurch, dass wir sie im Gewächshaus kultivieren, sind sie halt eben auch schon zum Muttertag fertig.
Winterhart sind sie trotzdem. Sämtliche, eigentlich alle Hortensien sind winterhart. Du kannst sie rauspflanzen. Problematisch ist nur der kleine Topf. Die erfrieren ganz schnell bzw. vertrocknen einfach. Sie brauchen dann etwas mehr Wasser nachher im Winter. Aber das geht eigentlich ganz gut auch mit den kleinen. Also kann ich den einfach ins Beet pflanzen, so eine kleine? Ja klar. Du musst nur darauf achten, die braucht natürlich auch Wasser. In dem kleinen Topf hat sie nicht ganz so viel. Also zwischendurch mal mehr gießen. Aber ansonsten einfach rauspflanzen und auch die wird nachher richtig groß. Dann kommen wir zum Rückschnitt, lieber Niklas. Erzähl mir da doch mal was drüber. Genau, also wir haben hier wieder die klassischen Hortensien, unsere drei verschiedenen. Wichtig ist bei den Hortensien, bei den normalen klassischen Ballhortensien, dass wir normalerweise nur nach dem Winter, im Frühjahr, wenn sie austreiben, unter der Blüte direkt schneiden. Also einfach direkt darunter das Geäst stehen lassen und nur den Blütenkopf abschneiden, weil dann kommen sie halt eben vernünftig mit ihren Knospen wieder und dann blüht sie halt eben im selben Jahr. Ganz kurze Frage. Also die Hortensie wächst und wächst und wächst oder kann ich die auch noch stoppen? Also normalerweise bleibt die bei 1,80 ungefähr stehen. Sie werden natürlich noch ein bisschen weiter wachsen, aber so das so Ende. Aber du kannst sie, ich mache das ganz gerne, einfach mal halbieren. Einfach mal so ein paar einzelne Triebe rausschneiden, so das einzelne und den Rest stehen lassen. Der blüht halt eben weiter im Frühjahr und im nächsten Jahr schneidest du einfach den Rest weg, der da noch steht. Sehr cool. Und jetzt gab es natürlich diesen späten Frost. Hortensien, die normalen Bauernhortensien sind jetzt eingegangen. Du sagtest, das ist die Hortensie, die immer blüht. Und wie sieht das bei der aus mit dem Rückschnitt, bei dieser Diva Fiore? Genau, also meine in meinem Garten, die sind komplett zurückgefroren gewesen. Die waren komplett braun. Und ich habe es erst nicht gedacht, aber die sind komplett alle wiedergekommen. Die waren alle am Blühen nachher, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ohne dass ich irgendwas weggeschnitten habe. Aber auch da geht es. Man kann sie komplett im Frühjahr zurückschneiden, bis auf den Boden quasi. Und selbst dann blühen sie im Sommer, im Herbst nochmal. Also ganz kurz zu dieser Hortensie, wo müsste ich sie zurückschneiden? Also diese, am besten schneidet man eigentlich immer über so einen alten Schnitt. Aber hier so ein bisschen ins Holzige ruhig reingehen und dann verzweigt sie sich von unten wunderschön. Und bei dieser Rispenhortensie sieht es wahrscheinlich genauso aus. Bei der Rispenhortensie ist es ähnlich. Immer relativ scharf im Frühjahr zurückschneiden. Und hier haben wir so einen alten Schnitt. Darüber würde ich immer ein bisschen bleiben, dann treibt sie besser aus. Das gefällt ihr einfach besser. Also auch radikal zurückschneiden, die Rispenhortensie verträgt das. Dann habt ihr hier, ich würde jetzt als Florist natürlich sagen, ja, ich möchte die Blüten bei mir in der Vase haben. Und vielleicht eher so Richtung Herbst, dass sie leicht angetrocknet sind, tollen Blumenkranz daraus machen, jetzt gar nicht unbedingt mit Wasser versorgen, vielleicht eine Woche und dass sie toll eintrocknet. In welchem Blütenstadium kann ich sie abschneiden? Du als Fachmann musst mir das jetzt mal erklären hier. An der Pflanze sieht man das sogar sehr gut, die du hier hast. Ja? Wir haben hier nämlich einerseits Blüten, da haben wir immer noch die kleinen Knubbel in der Mitte. Das sind die eigentlichen Knospen, die eigentlichen Blüten. Und diese wären noch nicht so weit. Wir brauchen nachher für unseren Schnitt, für die Schnittpflanzen, für die Schnittblumen, brauchen wir welche, wo wirklich die Blüten, die inneren Blüten komplett offen sind. Und erst dann ist sie so weit, dass du sie halt eben wunderbar schneiden kannst und die sich nicht einfach nur einkräuseln und eintrocknen. Ich habe hier schon zwei geschnitten. Die sind wahrscheinlich falsch geschnitten, die hätten wir noch gar nicht schneiden dürfen. Aber sind die nicht geil, wie groß die sind? Oh, so toll! Unsere meistgestellte Frage ist, dass unsere blaue Hortensien bei uns, die bleiben halt nicht blau, die werden irgendwann rosa. Und die fragen immer, Marion, ich will die Hortensien blau behalten. Kannst du mir da einen Tipp geben? Ja, wir müssen da natürlich auch tricksen. Es gibt halt eben keine rein blauen Sorten, sondern wir nehmen auch klassisch unsere rosa Pflanzen und wir bläuen sie, so heißt es bei uns, mit Aluminium. Und auch das könnt ihr bei euch halt eben in der Richtung machen, dass ihr halt eben sagt, okay, aus dem Handel ganz normales Aluminiumblau verwenden, um sie blau zu kriegen. Andersherum, wenn sie immer wieder blau werden und du möchtest eine rosa Hortensie haben, dann so ein bisschen aufkalken den Boden. Das liegt nämlich am pH-Wert. Wenn der pH-Wert zu tief sitzt, dann werden die Pflanzen blau. Und von daher ein bisschen aufkalken, den pH-Wert nach oben schieben und dadurch bleiben sie rosa. Ja, sehr cool. Danke für den Tipp. Ich glaube, jeder ist damit weitergeholfen. Und wenn ich jetzt, ich habe ja keinen Garten, leider Gottes, aber auf meinem Balkon eine tolle Hortensie pflanze, was für Blumenerde nehme ich? Ich würde für den Balkon auch ganz übliche Blumenerde verwenden. Rhododendronerde geht auch, aber ansonsten ganz normale, handelsübliche Blumenerde.
Und die Hortensie wird trotzdem wunderschön auf deinem Balkon. Und wie sieht das aus mit Düngen? Muss ich die noch zwischendurch düngen? Also ich würde sie ein, zwei Mal im Frühjahr düngen. Das reicht vollkommen aus. Sie möchte zwar viel Dünger haben, aber wenn man sie im Frühjahr zweimal kräftig düngt, dann reicht das vollkommen. Ja, super, danke. Wir sind wieder beim Start angekommen. Niklas, ganz herzlichen Dank für deine Rundführung hier. Das war mega informativ. Sogar ich habe was dazugelernt. Wer hätte das gedacht? Und ich würde sagen, wir beiden, wir trinken jetzt genüsslich erstmal ein Bierchen, oder? Ja. Oder einen Kaffee? Jetzt um diese Zeit ein Bier. Juhu! Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einfach einen Daumen hoch. Und falls ihr noch Fragen über Hortensien habt, schreibt es einfach unten in den Kommentaren rein. Vielleicht, dass ich die mittlerweile auch beantworten kann. Also, schön, dass ihr dabei wart. Ciao!